Herzlich willkommen bei Supertrocken, dem Podcast, der das Leben ohne Alkohol in den Fokus rückt. Michael ist heute Gastgeber für den Einstieg in ein nüchternes, jedoch auf keinen Fall langweiligem Leben. Heute präsentiere ich euch eine besondere Folge, in der Markus, seit fast einem halben Jahr trocken, seine einzigartige Reise und Perspektiven mit uns teilt. Erfahre mehr über die Herausforderungen, die Vorteile und die persönlichen Einsichten, die Markus auf diesem wegweisenden Pfad gewonnen hat. Supertrocken. Ein Podcast, der inspiriert und Einblicke bietet. Viel Vergnügen also mit der ersten Folge. Lang hat es gedauert, finde ich. Jetzt haben wir ja nicht mehr im Kommunikationszentrum Spittelau, sondern in der Bremrainer Gasse Ober-St. Veit. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir aufgehört, eigentlich so kurz im Corona, während dem Corona, wie das angefangen hat, einen Podcast zu machen. Und es hat immer so dahin geschwelgt, diese, machen wir wieder was, nicht oder wie oder was. Und sind tief eingetaucht im Leben jenseits der Persönlichkeit mit Jazz. Und das heutige Thema ist Alkohol. Mein lieber Freund Markus Brummer hat das Thema vorgeschlagen. Und mir liegt es auch am Herzen. Ich bin ja quasi mit dem Thema aufgewachsen, weil meine Mutter ja in diesem Bereich beruflich tätig war. Und ich möchte damit dir mal das Wort erteilen. Vielen Dank. Ja, das Thema Alkohol möchte ich jetzt aufgreifen, weil ich habe jetzt, glaube ich, seit 5 Monaten aufgehört zum Alkohol trinken. Und es war eine längst fällige Entscheidung und eine ganz sonnenklare Entscheidung auch. Aber es war halt im letzten Endes keine Entscheidung, die dazu geführt hat, dass ich wirklich aufhöre, sondern es war eine gewisse Art des Loslassens und eine gewisse Art der Courage und der Ehrlichkeit, einfach zu sehen, dass das eigentlich eine Art Theaterstück ist, das hinten und vorne nicht passt, wo es viele Probleme gibt. Und sich ergeben eigentlich der Lösung. Und die Lösung wollte ich lange nicht wahrhaben und wollte lange eigentlich nicht wahrnehmen. Obwohl es was ist, was gratis ist und was eigentlich überall vorhanden ist. Und das war eigentlich damals, jetzt im August 2023, die anonymen Alkoholiker. Mhm. Weil dadurch, dass ich zu denen hingegangen bin, hat es im ganzen Wesen was geändert. Einfach erst einmal das Annehmen von einer Lösung, die von außen kommt, auch. Und auch dieser Stempel Alkoholiker, den anzunehmen und einfach auch loszulassen, zu versuchen, das Thema irgendwie zu lösen und auch das Thema überhaupt im Griff zu haben. Also weder als Alkoholiker, der einfach so trinkt, so viel wie er will, noch als einer, der sich erfolgreich moderiert. Und auch nicht als irgendwer, der eigentlich nüchtern ist. Also weder den ersten, zweiten oder den dritten Weg, also Exzess, moderat oder abstinent, würde ich jetzt sagen, dass ich jetzt
kontrolliere und das ich damals kontrolliert habe, sondern eben einfach aufgeben, sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich habe es eh nie geschafft. Und dadurch haben sie dann ganz viele Probleme gelöst und Widersprüche und Ausreden, die ganze Zeit Ausreden über den Tag verteilt, halt, die das irgendwie rechtfertigen, diesen ganzen, diese ganze schräge Situation, die zum Beispiel in Indien, wo wir beide waren, ja extrem auffällig wäre und überhaupt nicht akzeptiert, aber halt bei uns irgendwo doch dann integriert ist, weil halt viele so drauf sind. Und dadurch konnte es überhaupt so lang dauern. Du hast jetzt gesagt, quasi Kontrolle abgeben. Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, aber mir würde es interessieren, für unsere Zuhörer und Zuschauer zu erfahren, wohin gibst du die Kontrolle ab und was hat das dann tatsächlich dann bei dir bewirkt, also diese Abgabe von der Kontrolle, beziehungsweise wo bist du da dann im Endeffekt mit deiner, also mit dem ganzen Wissen, was wir haben, also über Robert Salzmann, Jess Albaro, über Non-Duality, über psychonautische Erlebnisse, also wenn ich das jetzt alles ein bisschen so rekapituliere, wo ja eigentlich die ganzen Werkzeuge eh schon immer da waren, würde ich mal sagen, dass wir eben nicht die Kontrolle haben. Was genau war jetzt der Schlüssel sozusagen? Ja, ich denke mal, man kann es verstehen wie ein Dämon eigentlich. Also wie eine Besessenheit. Und es ist tatsächlich die Identität und ihre Struktur, die halt das Ding halt immer versucht zu kontrollieren. Also ich habe jetzt die Frage also verstanden, dass du fragst, wohin man es dann abgibt, die Kontrolle. Genau. Und ich würde sagen, die Kontrolle liegt halt eben, die liegt eigentlich nicht in der Identität. Also quasi Menschen, die Probleme haben mit Alkohol oder mit anderen Sachen, die glauben ja oft, sie müssen nur ihre Identität einfach verbessern, damit es besser wird. Damit sie mehr Disziplin haben oder mehr Entspannung einfach. Aber aus meiner Sicht stimmt es eigentlich nicht, weil es halt eine Maskerade ist. Also ich würde fast schon glauben, das ist absurd, wenn ich jetzt sage, ich habe als 16-Jähriger angefangen, dass ich das hier Alkohol trinke und ich wollte einfach rauskommen aus diesem ganzen Ding und das hat mir die Entspannung gegeben. Ich konnte rauskommen, ich konnte Gas geben, exzessiv saufen in Linz in der Altstadt, plötzlich einmal drauf scheißen auf alles wieder. Gleichzeitig sei wie ein Kind und trotzdem auch wie ein Erwachsener zum ersten Mal, der einfach keine Rücksicht nimmt auf nichts. Und dann wurde halt der Alkohol so über die Zeit zu so einer Krücke, also quasi so eine Möglichkeit rauszukommen und tagtäglich rauszukommen aus diesem Korsett. Und dann hat sich quasi dieser Mechanismus selbstständig und wurde halt eben zu diesem, was ich jetzt gerade schon als Dämon bezeichnet habe. Und jetzt gab ich die Kontrolle wieder ab und habe sie einer höheren Macht übergeben. Es wäre sozusagen absurd, wenn ich mit dem daherkommen würde, aber ich bin ja nicht der Einzige, weil das ist tatsächlich
anonyme Alkoholiker. Das ist sozusagen die Narrative und viele erleben es so. Und deswegen, allein schon deswegen war es ja, das ist nicht meine Identität, die da die Kontrolle an höhere Macht abgibt, sondern das ist einfach ein kollektiver Prozess, der die ganze Zeit passiert und überall immer wieder passiert. Und es sind nicht einmal meine Gedanken, die erleben genau das Gleiche. Wir erleben genau das Gleiche. Es hat nichts mit Schuld zu tun, nichts mit Scham. Jeder will rauskommen aus dem eigenen Selbst. Jeder will irgendwie eine Lösung finden. Und man redet dann oft von funktionalen Alkoholikern und die glauben halt, sie haben auch die Lösung gefunden. Also quasi, ich habe ja immer gearbeitet und oder halt war insofern funktional. Und es gibt genügende und tausende, vielleicht sogar Millionen von Beispielen, allein in Österreich. Aber niemand kommt dadurch raus aus dem Selbst, niemand kommt dadurch raus aus dem Leiden. Es ist einfach nur eine Verzögerung und die dauert dann halt bis zum Tod. Also von da, wo ich bin, ist es leicht zum Erkennen. Aber ich weiß, für jemanden, der was diesen Schritt nicht gemacht hat, ist es entweder lächerlich oder schwach oder einfach unverständlich, weil in der Position war ich halt lange Zeit, wenn ich mir das angehört habe und das gesehen habe, wie da die Menschen aus dem Alkoholismus rausfinden. Mit den 12 Schritten und mit AA und diese Meetings und mit der Übergabe an eine höhere Macht. Und muss man dann die Kirchen gehen dann eigentlich? Ich war ja bis 15, also ich war ja meine ganze Kindheit, bis ich mich erinnern kann, und bis dass ich 15 war, eigentlich immer in der Kirche jeden Sonntag. Und wir waren immer beten im Mittagstisch quasi. Und auch ich habe dann selber auch immer gebetet, eigentlich vom Schlafen gehen und wenn ich in die Schule gefahren bin oder wenn ich heimgekommen bin, habe ich immer gebetet. Oder wenn ich im Wald alleine war, habe ich immer gebetet. Und in der Kirche halt sowieso, ist der Vater Unser und was man halt so macht. Und die höhere Macht in einer Kirche ist ein Gott. Also das ist die ultimative, allmächtige Macht sozusagen. Und ich kenne die anonymen Alkoholiker nicht. Also ich habe mit denen, außer jetzt mit dir, eigentlich noch keine großen Erfahrungen gemacht. Aber von dir weiß ich ja auch nicht recht viel, weil es mir so auf eine gewisse Art und Weise noch so sekretativ vorkommt. Also man verzögert es ja nicht gleich einmal und man wird dann nicht eingeweiht, außer ich frage nach, wie gehen die Schritte 1, 2, 3 bis 12 und so. Und so, was ich mitgekriegt habe, weiß man das ja alles auch gar nicht, gleich von Anfang an, selbst wenn man gleich mitmacht oder so. Also ich mir das dann immer so vorgestellt, okay, wenn ich jetzt bei den anonymen Alkoholikern bin, dann bin ich in irgendeinem Nebenraum von der Kirche und dann gehe ich dann um mich und gibt es dann quasi in der Kirche dann ab, wie so ein Heftel, was ich aufgeschrieben habe ein Leben lang, und dann schenke ich es einfach in Gott und der regelt das dann für mich. Aber was mich interessiert ist eben, wie hast du das erlebt? Weil ich weiß ja von dir, dass du nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen bist, und das muss ja dann für dich jetzt auch irgendwie so eine neue Erfahrung sein, zu beten oder zu einer höheren Macht quasi. Also nur dazu mit dem Hintergrund quasi, dass das ja du gar nicht bist, der was das abgibt. Also das ist ja eigentlich total flashig eigentlich. Also wie ist denn das dann? Ja, ich hab's so erfahren, als wie halt das Thema von der einen Seite angehe und dann von der anderen und von der nächsten, von der übernächsten, versuchen den Exzess komplett zu akzeptieren, versuchen zu moderieren, versuchen immer abstinent zu sein oder Sachen mir vorzunehmen oder so. Und dieser Versuch, der von alle Seiten gekommen ist, der hat wirklich, es hat sich so angefühlt, ich habe immer wieder dieses Bild von einer Fliege, die um ein Feuer oder um ein brennendes Licht kreist, und dann ist es einfach verbrennt, und dann war halt diese Entscheidung da, zu diesem Meeting zu gehen.
Und wenn man halt zu diesem Meeting geht, das war zumindest für mich eine komplett neue Erfahrung, weil es war einfach dort, da konnte sich meine Persönlichkeit dann nicht aufrichten, so quasi zum Beispiel, dass ich cool bin oder dass ich irgendwie spezielle Sachen erreicht habe oder dass ich irgendwie drüber stehe. Das geht ja nicht, weil jeder wusste, ich komme nur aus einem Grund dorthin. Da sind ja nur 10 Leute oder 12 oder so. Und dieser Grund ist die Niederlage. Der Grund ist aufgeben oder sich ergeben. Mhm. Und das quasi, dass ich da meine Persönlichkeit nicht aufrichten konnte, direkt an dem Tag von diesem ersten Meeting, das kann man eigentlich als Übergabe an eine höhere Macht sozusagen sehen. Man könnte ja sagen, Übergabe an überhaupt irgendeine Macht. Aber es ist nicht, es ist eben nicht diese Persönlichkeit. Und was ist dann mit Gott? Ist das überhaupt Gott dann? Siehst du das als Gott? Es kommt ganz stark darauf an, was man unter Gott versteht. Also für mich ist es nichts Mystisches in dem Sinn. Weil ich sehe zum Beispiel ganz genau, was er unter Anführungszeichen macht. Es ist ja komplett offensichtlich. Da gibt es keine Hoffnung drinnen und kein Glauben, sondern das ist ganz schlicht und einfach die Macht, die waltet, die nicht meine innere Stimme ist. Das ist für einige Menschen okay, dass man Gott sagt. Und ich finde das Wort super und ich benutze es auch. Und ich gehe halt so sozusagen locker luftig in die Kirche, wie wir letztens in die Kirche gegangen sind. Mhm. Aber es bedeutet mir halt ein Prinzip, das irgendwie ganz unverständlich ist, sondern es ist viel näher, Also quasi, ich bin schon mittendrin jetzt und komme jeden Tag rein und jede Nacht und dieses Prinzip beobachtet halt auch dieses Ego, was dann einfach reinkommt in die Schule und dann zum Saufen anfängt und das alles durchmacht und sie die ganze Zeit versucht zu etablieren und die ganze Zeit versucht irgendwie klar zu kommen oder als cool sein über den Exzess und das Ding verschwindet dann wieder oder hat es einfach nicht geschafft. Und für mich ist es eigentlich aus der Sicht dieses Jahr, es ist eigentlich okay, dass es passiert ist. Ich bereue das in dem Sinn nicht. Es konnte auch nicht anders sein. Da waren halt einfach fast 20 Jahre, Moment mal, von 16 sagen wir bis 41, also 25 Jahre. Von meistens Alkoholkonsum und großen Alkoholkonsum. Ja. Es gibt viele Probleme, die da daraus entstanden sind und die damit entstanden sind. Aber eben die Scham oder die Reue oder die Schuld, die sind eigentlich Bausteine, die auf paradoxe Weise verhindern, dass man rauskommt aus dem. Weil die suggerieren sozusagen weiterhin die Kontrolle der Identität. Also die Persönlichkeit wacht in der Früh auf, hat diesen Hangover, fühlt sich schrecklich, macht alle möglichen Versprechungen. Hat die Schuld und die Scham und alles. Aber genau das bringt es nicht weg von diesem Problem, sondern nur weiter rein. Das habe ich zum Beispiel jahrelang erlebt und ich weiß, dass das bei ganz vielen anderen auch so ist. Und für mich hat es kurz vorm Aufhören hat eben so ein komischer Prozess eingesetzt, wo die Scham und sowas nicht mehr da war. Also ich habe volle Exzess gemacht, volle öffentlich saufen und dann plötzlich wurde das möglich, die Klarheit zu erlangen.
weil dann konnte ich mal sehen, was das eigentlich bedeutet und nicht diese Pseudo-Regelung durch die Scham und die Schuld. Das ist spannend, weil ich möchte jetzt das Thema Sucht ansprechen, weil Alkoholismus oder Alkoholiker sein ist ja wieder landläufiger Sucht bezeichnet. Und man sagt ja, dass Alkohol ein Suchtmittel ist eigentlich. Es wird zwar nicht so dargestellt in der Werbung, aber ist es eigentlich. Und ich bin ja auch voll der Suchtmensch. Also ich habe ja unheimlich viele Süchte. Und ich habe jetzt seit kurzem, also seit echt ganz kurzem erst, auch eine neue Sicht auf meine Suchtmittel halt eigentlich. Also ich und auf mein Verhalten. Also ich hab Cannabis als Suchtmittel und ich habe also Nikotin auf jeden Fall als Suchtmittel und das Handy als starkes Suchtmittel. Und den Alkohol habe ich eigentlich, da war ich noch sehr jung, ausgetauscht, quasi mit dem Cannabis. Also ich hab als Jugendliche eben auch urviel dieses Suchtding gehabt. Und jetzt in der Psychotherapie, also ich mache jetzt seit also ungefähr seit 4 Monaten mache ich Psychotherapie. Und ich bin jetzt drauf gekommen, dass ich diese Sucht, diesen Begriff Sucht viel zu stark oder viel zu große Wichtigkeit ihm gegeben habe, weil es eben in meiner Familie halt so starkes Thema war immer, also von meiner Mutter her vor allem. Und ich ganz dabei übersehen habe, dass es eigentlich, also er hat es dann, mein Therapeut ist dann so geframed, dass ich auch lebenssüchtig bin. Ja. Das heißt, ich hab nicht nur jetzt die Sucht nach einfach mich wecker scrollen oder wecker rauchen oder wecker tun, sondern ich habe eigentlich auch die Sucht, dass ich mich wo reinbegib, dass ich mich hingebe und da drinnen aufgehe. Und ich habe immer geglaubt, dass psychedelische Substanzen, vor allem also diese großen psychedelischen Substanzen wie Ayahuasca oder Pilze oder LSD, mir geholfen haben zu überleben und quasi mir die Fähigkeit gegeben haben, mich zu verbinden mit dem Leben. Und ich habe irgendwie geglaubt, dass das wichtig ist und dass das auch für alle Menschen wichtig ist. Und habe das eigentlich immer voll stark verwendet. Und vor kurzem, das war am 5. Jänner eigentlich, also echt vor, also heute ist der 15. oder 17. Und da bin ich im Bett gelegen und habe nicht schlafen können und dann ist in mein Geist quasi eine Macht entstanden, so eine Vorstellung von einer Macht, in der ich drinnen bin und die alles übernimmt im Endeffekt. Und ich habe dann in den Tagen danach und in den Tagen davor auch schon quasi die Erkenntnis erlangt, dass ich das abgeben kann an diese Macht und nicht quasi das hingebe an die Substanzen, die ich so gern verwendet habe, also LSD oder Psychedelika halt. Und mir erinnert es ein bisschen an den Prozess, den du eben im August durchgemacht hast, wo du dann gesagt hast, ja, jetzt hörst du zum Trinken auf und bist bei den anonymen Alkoholiker.
Und was sich bei mir jetzt auftut, ist eben die Frage, erstens einmal bei dir, wie hat sich das in diese 4 Monaten schon dargestellt, körperlich und psychisch und sozial, dass du eben keinen Alkohol mehr hast? Also ich habe mitgekriegt, dass du zum Beispiel voll viel Kaffee saufst, ärgstens. Also am Anfang zumindest, also irgendwie ist mir so vorgekommen, du trinkst voll viel Kaffee. Und das hat man irgendwie gesehen, dass du eigentlich in den ersten Wochen oder Monaten ungesünder ausgeschaut hast wie vorher. Und wie siehst du quasi diesen Prozess, dass dieses Suchtmittel weggefallen ist? Und was, genau, wie siehst du diesen Prozess für dich körperlich und psychisch? Und was hat die Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker für dich für Rolle bei diesem Prozess quasi? Was, dass du eben eigentlich clean bleibst oder halt nicht mehr trinkst? Für mich war es ganz am Anfang wichtig, die anonymen Alkoholiker. Jetzt würde ich auch gerne mal wieder hingehen, aber ich brauche es nicht unbedingt. Ich schaue mir nehme manchmal bei Meetings online teil. Es war einfach dieses sozusagen Achillesferse der Persönlichkeit, das Eingeständnis des Alkoholismus sozusagen, was auch immer das genau bedeutet, aber genau das, was es für mich bedeutet, das und das zu diesen Meetings geht, das hat den kompletten Umkehrschub ermöglicht. Und für mich ist es halt so, dass ich bin eher, glaube in der Hinsicht eher extrovertiert. Also quasi zum Beispiel, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, komm, sauf ein Bier, wo passt, dann ist es bei mir gar nicht das Schüchtern oder so die Antwort, sondern eher so, auch so brachial, so quasi so, ja genau, gib mir alkoholfreies Bier oder so. Also quasi, es gibt da keine Verlegenheit und ich kann da ganz mal sagen, das macht mein ganzes Leben kaputt, ich trinke es nicht oder so. Also ich habe schon oft gehört, dass Menschen Probleme haben mit dem Rechtfertigen, warum sie jetzt keinen Alkohol trinken, aber das habe ich eigentlich nicht, also kann ich jederzeit sagen, aber es gibt quasi eben, zum Beispiel gestern waren wir in einer Bar, also es gibt dann nicht, es gibt nicht dieses, was in meinem alkoholreichen Leben noch da war, das dann auf einmal sowas aufblitzt, wie so eine ganz geile Situation oder so ein ganz geiles Gefühl mit anderen oder so. Es gibt es eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur das direkte Dasein mit mir selber. Es gibt das Fühlen von Gefühlen, schwierige Gefühle, Einsamkeit, Hilflosigkeit, alles Mögliche. Trauer, Aussichtslosigkeit. Und es wird dann niemals eigentlich durch Alkohol besänftigt. Kaffee natürlich, das hat auch wieder einen Effekt, aber es tut nicht wirklich, es tut nicht das gleiche wie der Alkohol. Also es nimmt nicht die Schwierigkeit der Gefühle eigentlich so weg. Also quasi, ich hab den Nachteil irgendwie, dass ich halt mit meinen Gefühlen allein bin und dass das ja keine Höhepunkte habe, so basierend auf Alkohol. Aber den Vorteil, dass die Ausweglosigkeit, die durch Alkohol entstanden ist, also oft war in der Situation, wo ich wusste, quasi ich kann eigentlich nur heimgehen und nur 3 Bier trinken. Das habe ich so oft erlebt, oder 4 oder 2, je nachdem, was vorher das Dosis war. Und ich konnte oft sozusagen, zum Beispiel beim Festl oder beim Fortgeh oder sowas, konnte eigentlich nicht mich voll entspannen, weil es war einfach in so einer Art Trichter drinnen. Also es war immer klar, so quasi, diese Phase ist okay, diese Phase der Party. Aber dann entweder wird es halt exzessiv, dann wird es entweder für die anderen Probleme oder für mich.
Und wenn ich heimgehe, ist es auch nicht gut, sondern ich muss ja dort weitermachen. Also quasi, ich bin jetzt sozusagen gewappnet für die Dunkelheit der Seele, weil ich bin einfach sozusagen, ich bin einfach jetzt schon bereit, dass ich das immer wieder sehe und wahrnehme, und ich versuche dem nicht zu entkommen. Obwohl das früher war, es war kein bewusster Prozess, sondern ein unbewusster Prozess, einfach weg von dieser ganzen Dunkelheit und von dieser Schwierigkeit. Und jetzt ist aber Klarheit, das war. Das war einfach das, immer wieder versuchen rauszukommen, ich habe es ja schon gesagt. Und wie das bewusst worden ist, da war es klar, das kann ich nicht mehr machen. Das geht nicht dazu, habe ich sozusagen zu viel Information, zu viel Wissen, was das wirklich bedeutet und wie schlimm das dann mein eigenes Leben macht. Und dann war es klar, also da, und ich denke mir jetzt dann eigentlich nie, war das schön, zu saufen, und auch, ich denke mir nicht, es war schön, jetzt ein bisschen was zu trinken, weil weder das eine noch das andere funktioniert für mich oder könnte nicht einmal in der Fantasie funktionieren, also. Weil einfach dieser Effekt, dass dadurch irgendwas besser wird, der hat sich entpuppt, als das nicht, dass er nicht eintritt. Und hast du, ich meine, du bist ja jetzt am Land daheim, da ist ja wieder hat ganz viel Alkohol getrunken, ich meine, in der Stadt auch, aber du hast ja verzählt, da bist du dann eingeladen, weißt du, kannst du oder tust du da dann gewisse Situationen vermeiden? Also ich meine, ich weiß ja früher, also bevor du nicht mehr gesoffen hast, habe ich bei dir schon mitgekriegt, dass zum Beispiel, wenn ich Party gemacht habe und habe gesagt, okay, schade, da ist eine geile Party, da hast du immer gesagt, nein, das interessiert mich nicht, das ist zu arg oder weiß ich nicht, das magst du nicht. Da habe ich schon gemerkt, du vermeidest quasi gewisse, sage jetzt mal, exzessive Veranstaltungen. Du gehst einfach nicht hin. Ist das jetzt nach wie vor so, dass du dann da nicht hingehst, oder gehst du dann früher heim, wenn jetzt irgendwo, ist dir das jetzt schon passiert, dass du auf einer Party warst und dann waren irgendwie Leute betrunken und du bist ja nüchtern dann und kriegst ja das dann voll mit, ich meine. Das ist ja auch oft dann nicht so lustig, also wie geht es dann mit dem Ding, dass man da in der Gesellschaft ja alle saufen und du auf einmal nicht? Wenn der Effekt eintritt, dass kollektiv versucht wird, rauszukommen aus dem Leiden, das kann aber auch mit Marihuana sein, ja. Dann versuche ich das Szenario zu verlassen. Also du gehst dann? Ich gehe, ja. Und wenn es von vornherein klar ist, dass es ja sowieso nur um das geht, dann gehe ich nicht hin. Aber ich habe da nicht viel Umstellung machen müssen, weil ich war sowieso nicht viel unterwegs. Aber halt eben das konzentrierte Losgehen in eine Bar und auch mal richtig schön saufen, was wirklich auch interessant ist. Also quasi mit zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Das mache ich natürlich nicht mehr und würde auch nicht mitgehen. Also quasi die Idee, dass zum Beispiel ich der designierte Fahrer bin und drei fahren mit mir mit, gehen saufen in Linz und ich fährst dann wieder zurück heim. Das ist komplette Katastrophen, würde ich nicht machen. Ja, das erinnert ja an die Jugendzeit. Ich war immer der Fahrer dann, weil ich halt nicht mehr gesoffen habe, sondern immer nur Vollgas geraucht. Und irgendwie war mir das wurscht, beziehungsweise hat man es damals noch nicht messen können. In den 90er Jahren. Und ich war eigentlich relativ unfallfrei immer, wo ich komplett stoned war. Ähm,
Also mir kommen ja jetzt ja ganz viele Erinnerungen hoch mit dir, was man mit dir was gemacht hat, war man ja immer damit konfrontiert, dass du saufst. Und dass sozusagen ab einer gewissen Tageszeit du dann halt dir was aufziehst und dann trinkst. Und wenn es dann weitergeht mit der Zeit sozusagen, dann irgendwann, wenn man Klick hat, dauert es halt ziemlich lang und du bist da. Aber meistens hat man schon gewusst, okay, jetzt ist irgendwann zum Ausschreiben und dann entweder verzupft er sich komplett oder verschwindet einfach auf der Couch oder irgendwo 3 Meter im nächsten Bett. Oder was ich, wenn man am Attersee ist und so, beim Segeln, wo ich dann quasi schon Angst gehabt habe oft, dass da man durch den Alkoholkonsum, durch die Beeinträchtigung vom Alkohol dann quasi fahrlässige Situationen entstehen, das wird ja quasi alles dann nicht mehr passieren in Zukunft. Also das ist ja für mich als Freund für dir ja erstens einmal ganz eine neue Situation und auch ein neues Kennenlernen von Markus Brummer. Was sozusagen spannend bleibt bei dir. Und gleichzeitig vermisse ich jetzt schon ein bisschen was. Also es ist ja es ist ja auch gar nicht gewesen, wenn du losgeklickt hast. Also das war immer dann der Brummi, der dann komplett ekstatisch dann irgendwo tanzt oder Sachen macht. Aber so gut kenne ich dich schon, dass ich weiß, dass das nüchtern genauso passiert. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass du voll der langweilige, nüchterne Hammerer wirst. Aber es wird sich sicher was ändern. Also hast du da irgendwelche, also oder in Beziehungen, also ich meine, vielleicht möchte ich nur dazu sagen, dadurch, dass ich jetzt auch für mich entschieden habe, keine Substanzen mehr anzugreifen in dem Ausmaß, wie ich es früher gemacht habe. Also wie gesagt, also Tabak, das Rauchen habe ich jetzt komplett abgelegt und das ist auch für mich sowas. Also das stelle ich mir gar nicht mehr vor, dass ich das jemals wieder anfange. Und auch nicht ein bisschen oder irgendwann wieder oder so, wie ich es früher immer gemacht habe. Ich habe mir das immer so offen lassen. Ich habe immer gesagt, na jetzt rauche ich gerade nicht, wenn ich aufgehört habe zum Rauchen zum Beispiel. Für mich ist das jetzt wirklich eine definitive Sache, dass ich einfach das nicht mehr im Programm habe. Ja. Aber ich verwende den Tabak trotzdem. Also ich habe einen Rabé dabei, weil ich einfach weiß, dass ich in Situationen reinkomme, wo ich voll gestresst werde, wo ich voll die Energie brauche, wo ich aber halt die gerade nicht habe und wo ich weiß, wie mir der Tabak hilft und dann schnupfe ich den. In meiner Not, sozusagen. Aber es ist ein ganz anderer Ort der Verabreichung. Und Rauchen ist ja ganz was anderes. Aber zum Beispiel Psychedelics sind auch aus dem Programm rausgeflogen. Also ich habe das eher schon immer wieder versucht, dass ich es einfach sein lasse. Und jetzt ist einfach so, dass ich es einfach nimmer vorhabe und auch nicht irgendwie glaube, dass mir das hilft. Also im Gegenteil, ich glaube wirklich, dass es einfach schädlich ist für mich, wenn ich Drogen mache, weil ich einfach auch gesehen habe, wie es über längere Phasen, wenn ich es nicht nehme, wie es eigentlich geiler ist für mich. Und diese große Persönlichkeit, Michael Kobler, der Psychonaut ist und sonst irgendwas, das ist ja auf Facebook immer schnell gehabt, als Psychonaut die Erde wandeln oder als Geomant quasi auch mich total identifizieren mit dem Gescheiten, der was weiß, wie die Erde funktioniert und der mit der Erde reden kann und wo die Erde mit ihm spricht und die ganzen Welten, die man halt als Psychonaut erforscht. Das ist tatsächlich jetzt weg und ich glaube aber nicht, dass das deswegen langweiliger wird. Also hast du da für deine Zukunft irgendwelche Worte?
Also es passieren ja immer ganz viele Level gleichzeitig. Es passiert eigentlich das Fühlen und das Sehen und das Hören und das Denken und das Projizieren und Schmecken und Riechen und also quasi, wenn man die Wucht von dem Ding erfährt, dann kann man eigentlich nicht langweilig sein, weil halt Langeweile empfindet ja nur die Frequenz des Denken, was das irgendwas erreichen will oder irgendwas, also quasi irgendwie bespaßt werden will, für sich genommen. Also ich würde mir eher Sorgen machen darüber, dass es zu wild ist und zu arg, als wie das zu langweilig wird. Mhm. Also da, du öffnest ja dadurch auch, also quasi durch die Abstinenz, glaube ich, öffnest du auch halt eben die Schleusen der Repression. Und dann kommen die Gefühle langsam raus, der Schatten kommt raus. Es wird auf jeden Fall zuerst mal schlimmer und intensiver. Aber ja, zum Beispiel Langeweile in dem Sinn, das kenne ich gar nicht mehr. Da habe ich Langeweile, glaube ich, vorher vorm Aufhören noch viel mehr gehabt, noch wie nachher, weil das Alkoholtrinken, das ist ja ein Coping-Mechanism. Das ist ja eine Bewältigungsstrategie, mit der man sozusagen über die Runden kommt. Und dann halt, wenn man den Hangover hat in der vorigen Quarter, dann gibt es die nächste Coping-Strategie. Das könnte zum Beispiel Kaffee trinken sein oder was Fettes essen oder vielleicht sogar Eisdusche oder Eisbaden oder einfach durchbeißen im Büro. Mhm. Und dann kommt man halt quasi von einer Coping-Strategie in die nächste und dann wieder in die nächste und dann wieder in die nächste. Also quasi, für mich ist ein wirklich nüchternes Leben aufhören mit diesen Coping-Strategien. Weil sämtliche Substanzen könnten eventuell Bewältigungsstrategien sein. Und da jegliche Aktivitäten eigentlich. Also ins Museum gehen, spazieren gehen, immer stolz sein, jetzt habe ich es wieder geschafft, jetzt habe ich gute Mental Health und sowas. Mhm. Aber um das geht es eigentlich für mich zumindest überhaupt nicht. Ich würde es da nicht bewältigen. Wenn man das da bewältigt, das ist so ähnlich, wie als würde man es verschwenden. Kommt mir vor. Es geht nicht darum, dass ich das da irgendwie über die Runden kriege. Mhm, mh. Ja, das ist ein sackisches Geschenk, was wir da haben. Ja. Das will nur bewältigt werden. Mhm. Das wäre so, wie man quasi eine Verwaltung draus macht. So. Eine bürokratische Verwaltung des Lebens. So klingt das jetzt für mich. Ne? Genau, Verwaltung ist ja das Prinzip, das die Identität nutzt, um den Alkoholkonsum zu managen. Das verwaltet er die ganze Zeit. Manche machen sie so, ich erlaube mir immer ganz genau am Freitag 4 Getränke und am Samstag und die restliche Woche bin ich nüchtern. Oder ich trinke jedes Monat, aber jedes Monat mache ich eine Wochenpause und jedes Jahr eine Monatpause. Oder halt, manche dann verfallen immer wieder in Exzess und machen dann immer wieder Pausen. Das war mein Typus. Immer wieder Exzess, immer wieder Pausen, sonst war es noch schlimmer gewesen mit meinem Gesundheitszustand. Genau, Stichwort Gesundheit. Ich meine, wenn ich zum Rauchen aufhöre, also jetzt, wo ich wirklich aufgehört habe, fangen automatisch so, also kriege ich automatisch das Bedürfnis, mich gesund zu ernähren. Die ganzen Schmerzen im Körper, die ich habe, spüre ja viel, 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 viel mehr. Also ich meine, mir tut ja alles weh quasi. Und man spürt sie ja auch viel mehr. Also man kriegt ja viel mehr mit, kommt man vor. Und das, mein Bedürfnis quasi, da genau zu schauen,
was braucht der Körper, was wir haben. Das lerne ich gerade wieder nicht komplett neu. Also, nämlich nicht von irgendwelchen ayurvedischen oder traditionell chinesisch-medizinischen oder Blutgruppen, ernährungswissenschaftlichen oder sonstigen Ideen heraus, sondern einfach wirklich zu schauen, was brauche ich wirklich gerade jetzt in dem Moment, also mit dem, was da ist. Also ich kann eh nicht, wenn ich nicht so viel Geld habe, quasi alles haben, aber ich entscheide mich halt dann quasi zwischen verschiedenen Dingen in der Küche, was ich habe, und tue nicht drüber überlegen. Also ich schaue mir es einfach an, spiele mich rein. Und also letztens waren wir ja beim Bilder Plus und da habe ich dann auch quasi so ein bisschen ausgetestet, was ich haben will. Und da hast mir du dann auch immer so gesagt, ja, aber das ist ja, da kriegst du einen kleinen Fructose-Schock, weil ich wollte dann irgendwie gesundes Gemüse kaufen, Obst. Und da, wie du mir das quasi so vor die Augen gehalten hast, was man da alles machen kann oder falsch machen kann, ist mir irgendwie bewusst geworden, dass meine bisherige Herangehensweise nicht ganz so direkt war, also nicht ganz so gescheit eigentlich. Und da würde mich bei dir interessieren, was hat sich da was verändert bei dir, bei der Ernährung jetzt in der Zeit? Ja, ich glaube, es ist halt eigentlich nicht besser geworden. Vielleicht dadurch, dass das ist eh so wie Rehabilitation ist. Also sozusagen ist einfach jetzt in gewisser Weise alles erlaubt, irgendwie. Wenn das Hauptriesenproblem einmal wegfällt, dann ja, also ich hab zum Beispiel gemerkt, wie dieser Zuckereffekt vom Alkohol eigentlich funktioniert. Und ich habe mir irgendwie, ich habe geglaubt, ich mag einfach keine süßen Sachen oder sowas. Oder Zucker im Getränke. Mhm. Dabei wurde die Funktion einfach komplett vom Alkohol übernommen. Und das, man weiß das ja dann auch, das hat, glaube ich, der Ernest Hemingway gesagt, dass nur Männer, was keinen gescheiten Alkohol kriegen, wollen die ganze Zeit Nachspeisen haben. Okay. Und ja, das stimmt. Also das ist ja auf einmal zum Beispiel ein Cola oder Limo, das hat jetzt ganz andere Bedeutung für mich als wie früher. Also quasi jetzt ist es sowas wie fast wie für Kinder, so, boah, ist das was Geiles, was der. Und genauso das Essen, die hat das Ding eingenommen, die den Stellenwert und die Wertposition von was früher halt als über Alkohol gelaufen ist. Also quasi, wenn man zum Beispiel durch die Stadt geht und da gibt es irgendwo Bier, Schnaps, das so habe ich das gesehen früher. Ich hab genau gewusst, wo es billiges Bier gibt in ganz Wien eigentlich. Ich habe quasi verschiedene Stufen sogar gewusst von Preise, von Dosenbier und Flaschenbier, quasi in vier Bezirke. Und jetzt ist es halt, da wäre interessant, wo gibt es halt Kaffee und wo gibt's Essen. Und wo gibt es einen guten Kakao? Genau, also es ist jetzt nicht, ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt gesünder eigentlich. Und das ist auch überhaupt nicht mehr, also ist nicht unbedingt mehr, also das ist nicht mein Ziel oder so, dass ich jetzt da ganz gesund bin oder so. Sondern es geht eigentlich darum, dass das der Teufel nicht am Ruder steht. Was ist jetzt der Teufel? Also war das nicht
der Alkohol war der Dämon, oder? Oder der Alkohol hat den Dämon in dir ausgelöst. Der ist einmal weg. Aber was ist jetzt auf einmal der Teufel? Ja, ich sage jetzt einfach Teufel halt. Das ist das ein Wort, was gut anflutscht. Das ist einfach, sagen wir mal, die Inszenierung, Selbstinszenierung und ja, die Sucht eigentlich. Also die Sucht ist ja nicht der Teufel. Der Teufel ist halt derjenige, der was halt eben versucht, das ganze Ding an sich zu reißen. Das ist in viel, sage ich mal, esoterische Traditionen eh immer so interpretiert worden. Das diejenige Seite, was glaubt, dass sie das Ganze da unter Kontrolle hat, managt und beherrscht, das ist der Teufel. Und er, wenn der loslässt, dann ist halt der Gott am Start. Mhm. Aber sobald der Teufel die Rolle übernimmt, dann geht es eben, ich meine, das kann ja genauso gut mit Gesundheit passieren. Dass man ganz gesund ist und aber in Wirklichkeit ist man trotzdem in diesem Teufelskreis. In diesem Teufelskreis drin, ja. Das ist ja spannend. Ich habe ja im Phoenix-Projekt, wo ich gerade drinnen bin, bei der Berufsreha, da habe ich einen Kollegen, mit dem ich ein bisschen so philosophieren darf über gewisse Dinge. Und da haben wir über den Satan philosophiert und über Satanismus. Und bei dem Programm, wo ich dabei bin, kommen ja auch die aller, sage ich mal, speziellsten Menschen daher. Und unter anderem eben auch so Leute, die sagen, ja, also Satanismus ist voll geil. Also es ist eh der Luzifer, also der Lichtbringer. Und man sollte das nicht irgendwie verteufeln sozusagen, sondern man kann ja das ruhig auch als was Gutes sehen sozusagen. Also es ist ja auch irgendwie ein Teil von Gott. Also da bin ich jetzt quasi irgendwo ja konträr, das ist eine konträre Sichtweise zu dem, was du jetzt gesagt hast, dass man sagt, okay, das Gott ist irgendwie das Coole, das Gute, was man irgendwie abgeben kann. Das gebe ich ja dem Gott. Und das, was sich der Teufel holt, muss ich mir dann auch geben, nämlich dann den Alkohol mir selber quasi einflößen. Also da verstehe ich, die zwei Sachen bringe ich gerade irgendwie nicht so zusammen. Hast du Verständnis dafür gerade? Ich verstehe es schon. Also das ist genauso wie Gott. Das ist halt also ein Begriff, der wenn nicht das Gleiche bedeutet wie für mich. Dann weiß ich nicht, was dann damit gemacht wird. Aber das, was ich zuerst als Dämon bezeichnet habe und jetzt als Teufel, das ist halt das innere Prinzip, das spricht als ich. Das sagt ich. Und das versucht, die Welt zu regieren. Sie abspaltet von der Welt und die Welt regiert. Also das würde ich nicht verherrlichen. Und ich kann eigentlich auch mit Satanismus und sowas eigentlich überhaupt nichts anfangen. Und wenn ich diesen Begriff benutze, dann halt so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Also es ist im Prinzip das individuelle Prinzip, das leidet. Und wenn man dem verfolgt, dann ist man halt in dem Sinne halt nicht bei Gott. Oder halt, man irgendwie kommt man dann auch an das Ende von der Fallenstange, weil im Prinzip, ich benutze es, weil es halt kulturelle Begriffe sind, was mächtig sind, aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel aufwachen in der Früh und mir denken, boah, jetzt hat mich der Teufel erwischt oder so. Okay. Sondern ich verstehe es einfach nur so, also quasi. Aber ich weiß das dann, jeder versteht es anders. Da fällt mir was Ähnliches ein, aber wir haben einmal drüber geredet, wie das jetzt ist, wenn man, also in meinem Fall, den Psychedelikern entsagt, also quasi, wenn man jetzt quasi die Message gekriegt hat, dann
hänge ein Telefon herauf und dann brauche ich mir hinhorchen oder mir das anhorchen, was die da erzählen. Aber wenn jetzt da wer zu mir herkommt und fragt, hey, ja, du hast so viele Erfahrungen gemacht mit Ayahuasca und LSD, wo kriege ich denn das Zeug her? Ich möchte das jetzt unbedingt machen, wo kann ich hinfahren? Würdest mir du das raten, da was zu machen in dem Bereich oder jetzt, wo du das nicht mehr machst, wie ist das jetzt? Also, da habe ich dann ich für mich selber gefragt, also wie gehe ich damit um? Ja? Weil wenn dann echt einer zu mir herkommt und ich bin für mich die Entscheidung drinnen oder die Tatsache drinnen, dass ich einfach für mich einfach wirklich nicht mehr das mache. Habe aber trotzdem die Erfahrung, dass ich das eben gemacht habe und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man was braucht hat, sozusagen. Aber im Großen, also schlussendlich hat es mir ja nichts gebracht im Endeffekt. Also es ist ja nicht das Ende der Fahnenstange also gewesen. Es ist ja nur weitergegangen, eben ohne dem Zeug sozusagen. Und da haben wir ja dann quasi eher gemeinsam besprochen, dass man das dann sehr wohl empfehlen kann, wann das wer halt will. Ja. Und das unbedingt machen will, dann soll das halt machen, weil dann will er es ja machen. Also dann kann ich das sozusagen auch guten Herzens empfehlen, obwohl es für mich eigentlich der Teufel war, sozusagen. Oder kann man das so sagen? Ja, das ist halt eine andere Interpretation von Teufel. Also, also das, was ich in diesem Kontext als Teufel bezeichnen würde, ist halt die Entität, die halt behauptet, über die Psychedelika besser zu werden und freier und sozusagen versucht, das als ihre eigene Errungenschaft darzustellen. Also das habe ich ja oft erlebt bei Psychedelika, dass es ein ganz starkes Erlebnis gibt oder ein Durchbruch sogar. Und dann versucht die Entität zu behaupten, dass halt sie das geschafft hat und sie jetzt halt eigentlich irgendwie ein bisschen aufgestiegen ist und nur einen weiteren spirituellen Orden jetzt hat. Aber die Psychedelika selber haben wir daran eigentlich keine Schuld und sind überhaupt nicht falsch. Was meinst du damit Entität jetzt genau? Die Entität im Inneren, die halt zum Beispiel bei einer ganz starken psychedelischen Reise dann mal ausgelöscht wird. Und dann sie wieder etabliert und das Ganze integriert und framed, einbaut in ihre Narrative. Quasi das Ich, also die Entität, die ich bin und nicht der Entität von außen sozusagen. Mhm. Weil es gibt ja die Entitäten quasi in der Psychonautik, dass man quasi Entitäten trifft, die halt da herumschwirren im Kosmos. Mich hätte jetzt nur zu dem Thema quasi zukommen, wo du eher schon ganz kurz angeschnitten hast, nämlich wenn ich jetzt einen Hangover habe, ja, dann mache ich quasi Coping und gehe kalt duschen. Und da haben wir ja gemeinsam eine ganz breite und langmonatige oder langjährige Erfahrungsreise gemacht. Haben wir einen Podcast darüber gemacht, auf das das Kalte walte. Und da haben wir den Wim Hof ganz stark quasi dargestellt und selber auch seine Methode gelernt, also du hast das ja quasi wirklich durchgezogen, sein Programm. Und da haben wir gemeinsam
dieses Kaltduschen gemacht und dieses Eintauchen in die Eiseskälte und so weiter und so fort. Und ich kann mich erinnern, da haben wir letztens geredet, ich glaube beim Schikaneder sind wir gesessen oder irgendwo, dass man es verzählt, dass tatsächlich der Wim Hof voll der Alkoholiker war. Und ich habe damals gesagt, so, hey, das ist vor der Alkofix. Und du hast, ich kann mich noch erinnern, also du hast aber gesagt, ja, der hat überhaupt nichts gegen den Alkohol. Also da kann man ruhiger Bier trinken und das passt schon so. Und das war ja dieser, also ich habe mir damals gedacht, ja, das ist nur so eine Ausrede von dir, dass du saufst. Und wie es mir das letztens verzählt hast, da habe ich mir irgendwie gedacht, du hast ja deinen Blick sozusagen geändert auf den Wim Hof und auf den seine Errungenschaft, weil es ist ja trotzdem eine Errungenschaft, was er gemacht hat, dass man quasi den Geist so fokussieren kann oder so trainieren kann, dass man halt nicht gleich ausgeliefert ist, irgendein Virus oder ein Bakterium. Und ich meine, also ich tue ja trotzdem gerne kalt duschen und das Atmen, das macht man auch noch an, das ist ja nur immer ein Bestandteil von meinem Leben. Hast du da jetzt dahingehend auch dein Verhalten geändert oder deine Meinung quasi dieser Wim Hof Methode oder dem Atmen oder dem Eisbaden, oder ist das was quasi integriert wurde trotzdem? Ich tue gerne immer noch kalt baden und kalt duschen und bin ihm sehr dankbar. Ich glaube, dass der Wim Hof vielleicht auch aufgehört hat mit Alkohol, weiß es nicht. Aber ich würde nicht so das Ding glauben, dieses be happy, strong and healthy, was er immer sagt. Also quasi sei glücklich, stark und gesund, so quasi als Maxime, und quasi gib Gas, mach auch Sachen in der Natur, mach viel Sport, tu dich viel ein ins Kalte und so. Weil das war zumindest für mich eigentlich eine Ermöglichung von weiterhin Alkoholismus und weiterhin Gefühle nicht wahrnehmen. Und vor allem die Gefühle, wo man nur schwer zu bekommt, wo man wirklich sie feiner ausdifferenziert und mehr zulässt und so. Je mehr so man so extreme Sachen macht, wie sie selber herausfordern oder sie halt Serotonin- und Dopaminausschüttungen genehmigt durch solche Aktivitäten, desto weniger wird man jemals in den Schmerzkörper reinkommen und in den Schatten. Das ist eine ganz andere Arbeit. Die kann man dann nicht machen, wenn man gleichzeitig extrem Sportler ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, welche Zeit das wir haben, aber Zeit für Schokolade. Wir haben nur, also ich habe zwei Punkte auf jeden Fall noch. Das eine ist vielleicht gleich mal die Publikumsfrage, was wir reingeschickt gekriegt haben. Weiß nicht, hast du dein Handy da zufällig? Ja. Jetzt ist ja auch noch die Schokolade da zusammen. Ja, das kannst du mal von unserem Sponsor erzählen. Ah ja, unser neuer Sponsor, der uns natürlich überhaupt kein Geld gibt, weil wir total noch keinen Sponsorvertrag abgeschlossen haben. Aber unser neuer Sponsor heißt Zinzino. Das ist eine norwegische Firma, die einen Test zur Verfügung stellt, wo man sein Blut einschickt und dann seine Blutdaten untersucht kriegt in Bezug auf Omega 3 und Omega 6 und nur einen Haufen Werte. Und ich bin jetzt da dabei, gerade dieses Programm zu machen. Und ich habe ich nehme jetzt da 120 Tage lang jeden Tag das Omega 3. Also, Publikumsfrage. Wie ist das mit dem Zucker und dem Alkohol nochmal? Und wenn ich soweit bin,
dass ich Essig trinke, bin ich dann über Zucker und Alkohol hinweg? Fragezeichen. Also ich glaube, die wir uns verarschen, diese Publikumsfrage. Ich meine, ich weiß auch von dir, dass du Essig überhaupt nicht magst. Also jedes Mal, wenn ich Essig in mein Essen rein tue, und ich habe da schon mal mit dir zusammen gewohnt, da hast du aber gedacht, ich bin der ärgste Koffer. Aber ich habe dir eh schon immer gesagt, dass Essig die nächste Stufe ist zum Alkohol. Also Zucker wird produziert von den Pflanzen aus der Sonnenenergie und dem CO2 und dem Wasser, wie wir alle wissen. Und die Mikroorganismen erzeugen aus Zucker Alkohol. Und wiederum andere Mikroorganismen erzeugen aus dem Alkohol den Essig. Und ich als Mensch, der sich den Essig quasi hingegeben hat, weiß, dass das so ist, wie die Publikumsfrage eh schon insinuiert, dass wenn man Essig nimmt, dann ist man über den Zucker und den Alkohol hinaus. Was, du musst das immer auf die Spitze treiben. Jetzt drei durch. Ja, aber du weißt doch, dass das der nächste Schritt ist. Du weißt das. Nur ich jetzt auf Essig umsteigen muss, oder was? Natürlich. Hast du schon mal eine Essigmutter gehabt? Na? Was ist eine Essigmutter? Du kennst doch den Kombucha, oder? Liebst du Kombucha? Ja. Ja. Das ist schon die Antwort. Kombucha wird auch aus Zucker erzeugt und da entsteht ein bisschen Alkohol. Du musst aufpassen als Alkoholiker, im Kombucha ist Alkohol drinnen, aber auch so eine Art Essig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt, was ich sage, aber da ist auch so eine Mutter drinnen, so ein Patty. Und der Essig macht das auch. Also der Essig, das ist dann mehr so galertartige, quallenförmige Mutter, Essigmutter. Und ich bin ja aufgewachsen im Mühlviertel mit dem Oli Wissen. Und mein Großvater, der Kobler Sepp Senior, der Robochopper, der hat im Köller nicht nur Meerschaum Tabakpfeife gehabt und mir gesagt, wie man Tabak verwendet als kleines Kind, sondern hat mir auch gesagt, wie man Most macht und an Essig. Und darum sage ich als Mühlviertler dir, als jetzt im Mühlviertel lebender Mensch, du musst Essig gönner werden. Ja, das lehne ich jetzt einmal ab. Ich will gar Essig haben und ich empfehle ja niemandem Essig. Wenn irgendwer da zuschaut und wenn ich selber bin, weil ich schaue mir sicher mal, du brauchst keinen Essig. Okay, also ich sage euch, im Gegensatz zu ihm da, nehmt den Essig, trinkt den Essig und vor allem putzt mit Essig. Ja. Das war die Publikumsfrage, ne? Hast du jetzt noch einen Punkt? Ja, einen Punkt habe ich noch. Und zwar Beziehungen. Ich weiß ja, wie das jetzt ist mit uns zwei, weil ich bin jetzt in einer Beziehung drinnen und ich lerne gerade urviel in dieser Beziehung über dieses ganze Thema, was wir gerade geredet haben, über Verhalten, Sucht, Konsum, ganz egal in welcher Art und Form, weil ich halt da jetzt so ein riesengroßen Spiegel vor mir habe, der quasi eigentlich kaum von mir wegweicht. Also jetzt auch quasi jetzt gerade. Also ich habe einfach da so einen Spiegel, der mir einfach zeigt, was
was der überhaupt macht, überhaupt. Und ich bin da sehr dankbar drüber. Und das löst natürlich auch viel aus in meinem Verhalten an Änderungen und Erkenntnissen. Und wie ich diese Erkenntnis gehabt habe für mich, dass ich eben jetzt auf einmal keine Psychedelics mehr nehmen möchte und die auch nicht mehr nehme, da hat es dann kurz diesen Warnhinweis von diesem Spiegel gegeben, so quasi, ja, aber hey, warte mal, du hast jetzt dein Leben lang, also zumindest seitdem ich 17 bin, der Hauptpersönlichkeit eigentlich auf Psychedelics aufgebaut und das ist jetzt weg. Wie wird das dann weitergehen? Und ich weiß, dass in deiner Beziehung Alkohol auch eine wesentliche Rolle spielt, beziehungsweise gespielt hat. Und da würde ich dich einfach dazu befragen, wenn du darüber reden möchtest. Also ich würde jetzt nicht dazu überreden, dass du was über deine Beziehung sagst, aber mir würde es einfach trotzdem interessieren, wie das für dich ist bis jetzt, dass du eben keinen Alkohol mehr trinkst, auch natürlich dann nicht in der Beziehung, ist ja logisch, oder im Zusammensein mit deiner Freundin. Und ja, möchtest du dazu was sagen? Es wird definitiv leichter mit der Reaktivität, weil wenn Alkohol im Spiel ist und auch wenn Alkohol nur teilweise im Spiel ist und man selbst gerade nüchtern ist sozusagen die Baseline-Gelassenheit einfach nicht vergleichbar mit nüchternen Dasein, glaube ich. Oder war sie eigentlich. Und das habe ich schon feststellen können, dass dann halt diese explosive Reaktivität und solche Sachen, die genauso beim betrunkenen Zustand wie auch beim Hangover in zum Tragen kommen, die von weg, also insofern denke ich mal, es besser ist für die Beziehung. Dann möchte ich jetzt das Gebet von den anonymen Alkoholikern sprechen, das die immer sprechen, damit sie euch auch mit haben, nicht mehr kennt. Das hat man gerade in der ersten Zeit über die Runden geholfen beim Aufhören vom Alkohol. Bitte gib mir die Gelassenheit, um die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, um die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, um das eine vom anderen zu unterscheiden. Wow, dankeschön. Ich habe immer geglaubt, das ist voll geheim, aber jetzt bin ich voll erstaunt, wie geil es ist eigentlich, was das für ein Gebet ist. Ja, dann würde ich vorschlagen, mache ich meinen Abschluss-Sound und dazu versuche ich da einen kleinen Mikrofonständer da zu improvisieren. Halt's mir's du? Do 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 do